Hallo, schön, dass du da bist. In diesem Video erwartet dich eine Geschichte, zu der wir gemeinsam Sachaufgaben zum Kreis lösen. Doch bevor wir loslegen, brauchst du Stifte, Papier und einen Taschenrechner. Es ist Wochenende und die Sonne scheint. Das sind Charlie und Moni. Sie wollen den Tag zusammen verbringen. Moni hat Charlie zu sich nach Hause eingeladen. Charlie beschließt, den 2,5 Kilometer langen Weg mit dem Fahrrad zu fahren. Er überlegt sich, wie oft dreht sich mein Vorderrad auf dieser Strecke? Kannst du Charlie helfen, seine Frage zu beantworten? Charlies Frage würde in deinem Mathematikbuch so lauten: Der Reifen des Vorderrades von Charlie hat einen Radius von 32 cm. Wie viele Umdrehungen macht der Reifen auf der 2,5 Kilometer langen Strecke zu Moni? Lies dir die Aufgabe noch einmal in Ruhe durch und stoppe dazu das Video. Wir werden nun Schritt für Schritt die Aufgabe lösen. Wie du Sachaufgaben im Allgemeinen lösen kannst, erfährst du in dem Video, das oben verlinkt ist. Wir beginnen damit, alles herauszuschreiben, was wir wissen. Ich schreibe es an mit GEG-Punkt. Das bedeutet, das habe ich gegeben, das weiß ich schon. Probiere diesen Schritt zuerst alleine und dann vergleichen wir. Stoppe dazu das Video. Im Text steht, dass der Radius des Reifens 32 cm lang ist. Das heißt, R ist gleich 32 cm ist gegeben. Außerdem wissen wir noch, dass die Strecke, die Charlie fährt, 2,5 Kilometer lang ist. Das schreiben wir auch dazu. Konntest du diese Informationen auch herausfinden? Im nächsten Schritt sollst du das, was gegeben ist, in eine Skizze einzeichnen. Probiere das wieder zuerst alleine und stoppe dazu das Video. Sieht deine Skizze auch so aus? Ich habe nur das Rad skizziert, die Strecke behandeln wir später. Falls du das Intro-Video gesehen hast, wirst du diese Skizze schon kennen. Ich zeige dir noch einmal das drehende Rad. Achte auf die gelbe Markierung. Wenn sich das Rad dreht, wandert die Markierung einmal um das Rad herum. Eine Umdrehung hat die Länge des Umfangs. Deswegen ist auf jeden Fall der Umfang gesucht. Wir schreiben es als gesucht an, abgekürzt als GES. Außerdem ist gefragt, wie viele Umdrehungen der Reifen macht. Das heißt, die Anzahl der Umdrehungen ist gesucht. Das schreiben wir auch noch dazu. Jetzt haben wir alle wichtigen Informationen aus dem Text erhalten und können beginnen zu rechnen. Zuerst müssen wir den Umfang berechnen. Kannst du dich noch an die Formel erinnern? Stoppe das Video und schreibe sie auf dein Papier. Genau. Die Formel lautet, der Umfang ist gleich 2 mal der Radius mal Pi. Überlege dir jetzt, was als nächstes zu tun ist. Stoppe dazu das Video. Als nächstes wird für das R die 32 cm aus der Angabe eingesetzt. 2 mal 32 kannst du im Kopf rechnen. Das ist 64. Gib jetzt noch 64 mal Pi in deinen Taschenrechner ein und runde sinnvoll. Stoppe dazu das Video. Ich habe das Ergebnis auf 201 cm gerundet. Hast du das auch? Bevor wir weiterrechnen, rechnen wir das Ergebnis noch in eine größere Einheit um. Warum fragst du dich? Das zeige ich dir gleich. Doch wie viele Meter sind 201 cm? Genau, es sind 2,01 Meter. Wir wissen jetzt, dass der Reifen einen Umfang von 2,01 Meter hat. Damit wissen wir auch, dass der Reifen bei einer Umdrehung eine Strecke von 2,01 Meter zurücklegt. Doch wie viele Umdrehungen macht der Reifen auf einer Strecke von 2,5 Kilometer? Anders gesagt müssen wir berechnen, wie oft der Umfang des Reifens in die Strecke von 2,5 Kilometer passt. Damit können wir herausfinden, wie viele Umdrehungen der Reifen auf dieser Strecke macht. Doch bevor wir berechnen können, wie oft der Umfang in die Strecke passt, müssen wir beide Längen auf die gleiche Einheit bringen. Da wir den Umfang in Meter umgerechnet haben, bietet es sich hier an, die Strecke von 2,5 Kilometer auch in Meter umzurechnen. Stoppe dazu kurz das Video. 2,5 Kilometer sind 2500 Meter. Hast du das auch? Jetzt müssen wir noch berechnen, wie oft der Umfang in die Strecke passt, also wie oft sich der Reifen auf der Strecke dreht. Das geht mit einer Division. Die Rechnung lautet 2500 durch 2,01. Schätze mal, wie viele Umdrehungen muss der Reifen machen?
Notiere deine Schätzung. Genau, geschätzt sind es 1250 Umdrehungen. Lass uns das jetzt genau ausrechnen. Berechne das Ergebnis und stoppe kurz das Video. Das sind 1244 ganze Umdrehungen. Schreibe jetzt noch einen Antwortsatz. Stoppe dazu wieder das Video. Meine Antwort lautet, das Rad dreht sich ungefähr 1244 Mal. Wie hast du deine formuliert? Super, du hast die Aufgabe geschafft. Du hast alle Rechenschritte erledigt. Doch es geht gleich weiter. Lass uns mal sehen, was Charlie und Moni gerade machen. Weil das Wetter so schön ist, beschließen Moni und Charlie im Pool zu schwimmen. Was meinst du, Charlie? Wie weit ist es, von einer Seite des Schwimmbeckens zur anderen zu tauchen? Ich habe keine Ahnung, antwortet Charlie. Moni sagt, ich weiß nur, dass der Pool ungefähr 12,6 Quadratmeter groß ist. Das hat mein Papa mal gesagt. Monis Frage würde in deinem Mathematikbuch folgendermaßen lauten. Der runde Pool ist 12,6 Quadratmeter groß. Wie weit taucht Moni, wenn sie von einer Seite des Beckens genau zur gegenüberliegenden Seite taucht? Lies die Aufgabe noch einmal. Halte dazu das Video an. Wir werden nun wieder Schritt für Schritt diese Aufgabe lösen. Zuerst werden wir wieder aufschreiben, was wir aus dem Text wissen, also das Gegeben. Probiere das zuerst alleine, stoppe dazu das Video. Im Text steht, dass die Fläche des Schwimmbeckens 12,6 Quadratmeter groß ist. Deswegen ist A gleich 12,6 Quadratmeter groß. Hast du das auch herausgefunden? Als nächstes brauchen wir eine Skizze. Stelle die Situation genau vor und zeichne dann die Skizze. Stoppe dazu wieder das Video. Hier siehst du meine Skizze. Die Fläche des runden Pools habe ich blau bemalt. Außerdem habe ich die beiden Punkte am Beckenrand eingezeichnet. Denn Moni schwimmt von einer Seite genau zur gegenüberliegenden Seite. Das zeigen die roten Punkte. Die schwarze Linie ist die Strecke, die sie tauchen muss. Fällt dir etwas auf? Genau, das ist der Durchmesser des Kreises, also des Pools. Deswegen ist der Durchmesser gesucht. Die Strecke, die getaucht wird, entspricht genau dem Durchmesser des Beckens. Wir wollen den Durchmesser berechnen. Aber zuerst werden wir den Radius berechnen und dann daraus den Durchmesser. Denn die Formel zur Berechnung des Radius aus dem Flächeninhalt ist leichter zu merken. Doch wenn du die andere Formel kennst, kannst du diese natürlich auch gerne verwenden. Die Formel lautet, R ist gleich die Wurzel aus A durch Pi. Du erhältst sie, wenn du die Flächenformel umformst. Wie geht es weiter? Berechne den Radius. Halte dazu das Video an. Genau, für das große A setzen wir den Flächeninhalt aus der Angabe ein, also die 12,6 Quadratmeter. Gib das jetzt in deinen Taschenrechner ein und runde. Stoppe dazu das Video. Hast du auch 2 Meter herausbekommen? Wie können wir jetzt daraus den Durchmesser berechnen? Überlege und stoppe dazu das Video. Genau. Der Durchmesser ist zweimal der Radius. Deswegen rechnen wir D ist gleich 2 mal R. Jetzt setzen wir den Radius ein. Dieser ist 2 Meter lang. Und das Ergebnis kann man ganz leicht im Kopf berechnen. Genau, der Durchmesser ist 4 Meter lang. Schreibe jetzt noch einen Antwortsatz. Stoppe dazu das Video. Die Antwort lautet, Moni taucht ungefähr 4 Meter weit. Hast du das auch? Super, nun hast du auch diese Aufgabe geschafft. Schritt für Schritt bist du ans Ziel gekommen. Es freut mich, dass du mit mir gemeinsam geübt hast. Du bist schon am Ende des Videos angelangt. Die Geschichte ist aber noch nicht beendet. Bist du bereit für das Mastery? Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder.